Ja, so ist das, ne? So, jetzt können wir noch ein paar Daten analysieren, um zu gucken, ob alles wirklich gut ist. Jetzt müssen wir erstmal natürlich, die Jungs müssen mir helfen, ne? Sie unterstützen mich echt tatkräftig und sind überall bei jedem Team seit Jahren gleich aus. Ja, das stimmt. So, kommen wir mal jetzt mal hier, jetzt Klassement. Ich bin Erster, Alonso ist Zweiter mit 1,025 Differenz. Okay, ich hoffe, das ist scheiße. Aber der Zehnte, wie gesagt, fährt 1,3. Das ist der Knopf. James Button. James, wie heißt der noch? Jensen. Jensen heißt der Typ. Jensen Button. Ist Hülkenberg auf der Strecke? Oder der Zehnte, wäre es nochmal Zehnter Button? Hülkenberg. Ist Nee, einer von denen auf Button, der Button, Strecke? Button, Button. Button ist in der Box und Hülkenberg, der Neunte, ist on the road. Paris, aber die alle dahinter sind auch on the road. Alle. Das bedeutet, dass sie alle sich noch verbessern können. Und wenn sie das tun, sieht es ganz schön schlecht aus für dich. Das heißt, wir müssen jetzt 5 Minuten hier analysieren, aber das können wir gerne tun. Tag, dass man dir nicht zugucken kann, ey. Das wäre echt zu geil. Tja. So, da sieht man nochmal die Live-Übertragung der Map, wo die Leute sind. Da ist die Wetter. Im Training hatten wir ein bisschen Regen. Qualifying Session 3 sieht auch ohne Regen aus. Das ist sehr gut. Und das Rennen auch komplett ohne Regen. Das ist einfach dufte. Hier könnte man Setup anpassen, wenn man wüsste, wie das geht. Aber ja, so viel dazu. So. Und jetzt haben wir natürlich noch hier 3 frische Sätze. Alter, die kommen mir immer in die Quere, das ist doch zum Heulen, ey. No. 3 frische Sätze, harte Reifen und 4 frische Sätze. Oh, Alter, dafür brauche ich gar nicht im Rennen. Das war voll versp. Also dann haben wir, wenn ich den jetzt gleich in Q benutze, dann haben wir immer noch das. So viel brauchen wir nicht. Da könnte ich 2 verbraten gleich in Q3 eigentlich. So viel brauchen wir ehrlich nicht. Ey. Weil müssen einmal die. Also im Rennen muss man einmal die harten gefahren sein und einmal die weichen gefahren sein. Es sei denn, es ist Regen angesagt. Sobald einmal Regen war und sobald einer irgendwie auf Intermediates oder Regen unterwegs war, muss nur noch eine Reifenmischung von denen hier gefahren werden. Selbst wenn es wieder trocken wird, das bedeutet, dass man dann nur noch auf Weiche fahren kann. Ganz schön viele Regeln, wenn man das zuerst mal erklären muss, ne? Aber da werdet ihr mal reinfinden, so viel ist das wirklich nicht, wenn man ein, zwei Ränder hat man da. Oh, die Auflösung von diesen Sachen hier ist natürlich richtig heftig, ne? Das war erst so ein Scherz. Aber die Grafik in-game ist eigentlich akzeptabel. Er ist sich auch 2 Jahre alt. Jo. Ja, also wir spielen nicht das aktuellste Formel 1, aber das ist doch komplett scheiße. Shit egal. Also wir spielen das zweitaktuellste, glaube ich, oder? Oder das ist doch das aktuellste, ich weiß es gar nicht. Nein, nein, nein. Das ist, glaube ich, oder? Nee, ich hab. So, da sind wir Erster. Was? Geschmeidig eine Sekunde schneller als du. Weichen? Ja. Okay. Muss ich machen. Jetzt habe ich Muss ich mal Angst. eben hier machen, ne? Jetzt muss ich Angst. Jetzt habe ich Angst. 3 Minuten. Ich könnte noch rausfahren. Ja, warte Ja, mal. das ist doch völlig Wayne. Ich muss Du Erster bist eh werden. weiter. Ich muss Erster werden. Torben wird sich jetzt was denken, wenn er das Video guckt. Nein, ich lasse es. Ich lasse es. Ich lasse es. Ich bin nicht bescheuert. So. Aber es sieht noch safe aus. Die kommen ansatzweise nicht daran an meine Zeiten. Und da haben die auch gar keinen Bock drauf. Und der 10. fährt immer noch. Es ist immer noch Button. Das heißt, du wärst theoretisch immer noch 9. Ja, 8. sogar. Aber Bitte? du wärst immer noch 8. Wärst du keine Bestzeit gefahren. Bin Erster. Ich Ach weiß so, ja, nicht. das kann sein, ja. Ja, ich wollte es dir nur nochmal sagen. Ich bin Erster. Ja. In Melbourne bin ich gerade Erster. Du willst wirklich, dass ich jetzt noch mit weichen Reifen Nein. rausfahre? Dann schaffst du als 26. Na, glaube ich nicht. Aber eigentlich schon. Locker. Als 25. Das bin ich sogar gefahren, kann das sein? Dass ich sogar letztes Mal Ich glaube einmal. schon. Alter, das war die heftigste Runde meines Lebens auf der Strecke. Oh, hier fährt der Knopf gerade an mir vorbei. Der Button, der muss ich noch verbessern, sonst ist er vielleicht bald draußen. Wenn der Sergio oder der Adrian oder der Valtteri Vor mir oder ist Pasto. der Pastor, yo, der Pastor. Pastor Maldonado. Oder der Paul de Resta oder der Daniel. Nee, der kann gar nichts. Aber Daniel Ricciardo ist jetzt diese Saison richtig gut gewesen, ne? Im Red Ja, ich Bull. Der weiß. war besser als Vettel. Jetzt ist ja auch voll Kacke gewesen, irgendwie hier 2013. Vettel. Lol, was ist mit den Flaggen? Du hast die Baggen ein bisschen rum. Vettel, der ist jetzt bei Ferrari, ne? Oder ist das nur ein Gerücht gewesen jetzt im Real Life, nächste Saison? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, der ist bei Ferrari. Vettel Ja, ist bei Ferrari. ich glaube schon. Auf jeden Fall war das ein Gerücht. Ich bin mir auch ziemlich Der war sicher. schon auf der Strecke, das ist schon lange bestätigt. Ach so, das weißt du schon. Ja. Ja. Ach so, das war so eine Fragenstellung von der. Ja, jo. Da rollst du gerade rein, ich sehe dich so.
Können wir nachher. Moin! Moin! Hier gibt es auch so ein Teamkollegen-Duell. Hier können wir dann nach dem Rennen mal gucken, halt, wer besser ist. Im Rennen besiegt. Oh nein! Warte mal, du kriegst Sieg im Qualifying-Duell. Nein! Kann ich noch rausfahren? Nein, hallo, das schaffe ich. Oh. Das kriege ich nicht. Das kriegt nur der mit Q1 gleich. Ach ja, oh ja, oh. Oh, danke. Ich bin beinahe noch aus Panik rausgefahren. Na, schade. Danke, dass du es gesagt hast. Oh, das ist ein wahrer Team. Oh, ich dachte gerade, da steht abbrechen oder so. Oh, mach keine Scheiße. Ja, komm, diese Minute überspringen wir jetzt einfach. Ich meine, was soll hier großartig passieren? So. Jetzt bin ich gleich so draußen, ich sag dir das. Nee, zweiter. Nice. Ja, Sergio, Adrian, Pastor, Valtteri. So, jetzt geht's aufs Ganze. Alter, Valtteri wäre beinahe draußen gewesen. So, jetzt wird's interessant. So, fortfahren. Und jetzt wird's heftig. Q3, 10 Minuten pure Spannung. Geschwindigkeit. Und Geschwindigkeit, ja, genau. Alter, das wird so heftig. Oh, ich zitter jetzt. Jetzt beginnt es wieder. Das habe immer wieder aufs Neue. Q3, ey. Oh. Das eben war eigentlich total Wayne, ey. Aber jetzt Zweiter werden. Ja, mein Ziel ist Zweiter hier auch im Endrennen. Ich muss erst. Oder Dritter. Ich will aufs Treppchen. Ich muss jetzt Treppchen werden. Ich muss jetzt. Ja, du musst Erster werden. Das stimmt. Sonst wäre es peinlich auf der Map. Oh, mach nicht so einen Druck, ey. Ich bin richtig, richtig angespannt jetzt gerade, ne? Weil ich ja mal schon fast. Ich fahr direkt raus. Ich chill noch ein bisschen. Nee, ich will wahrscheinlich dann noch einen neuen Satz haben. Zwei Runden fahren, dann rein und noch zwei Runden fahren. Aber das wäre bis die wieder runter sind, weil ich Freistrecke brauche. Und die fahren ja eigentlich fahren die immer gleich am Anfang alle raus. Ja, genau, jetzt geht's auch los hier. Alter, okay. Oh, ich bin richtig aufgeregt. Ich muss jetzt eine heftige Runde hinten. Nein, aber die Weichenreifen. Du hast die ganze Zeit schon heftige Runden gemacht. Ich fahre jetzt zum ersten Mal mit Weichenreifen. Das ist nochmal so viel besser. Und so viel der Grip muss sich noch so anders anfühlen. Oh, es fühlt sich so an, als wenn das Auto auf der Strecke klebt, ey. Vor allem, wenn die neu sind, die Teile. Mann, Alter, ist das heftig. Erstmal die Reifen aufwärmen hier, dann fahre ich ins Gebüsch rein. Ich sag dir das. Alter, auch die Bremsen, ey, das Ding. Alter, diese Reifen, ne? Oh, ich bin gerade gedriftet. Interessante Geschichte. Oh, ich muss gleich eine gute Runde hinhauen, ey. Oh, Leute. Ich bin richtig aufgeregt gerade. Ich lenk dich gleich ein bisschen ab, sag Bescheid, wenn du deine Runde machst. Ja, Mann. Oh ja, die Saison ist so lang und das ist hier nur ein Rennen davon, aber naja. Es geht wieder los. Das ist richtig. Ich bin jetzt echt, ich werde gleich vorwarnen, ich werde jetzt gleich diese Runde nichts sagen. Ausnahmsweise. Ehrlich jetzt, ich werde nichts sagen. Da gibt er Gas. So, er gibt Gas. Er will Spaß. Leck mich bitte nicht so. Das muss jetzt die Runde meines Lebens werden. Oh, scheiße, ist das Druck. Hinterher, wenn das Rennen ist, musst du 1000 Runden meines Lebens fahren. Ja, das stimmt, aber das ist ja jetzt noch nicht der Fall. So, okay, ich werde jetzt erstmal ruhig sein, mich konzentrieren. Auf geht's. Wünsch mir Glück. Viel Glück. Ich bin so aufgeregt. Bei deiner Runde. Viel Glück. Bei deiner Runde. Schon mal scheiße. Egal. Und, was gibt's bei dir heute noch zu essen? Ich muss mich ehrlich konzentrieren, das ist echt shit, was. Natürlich. Nein, oh Mann, ich muss zwei Runden fahren, glaube ich, oder? Bis jetzt bin ich noch nicht zufrieden. Na, das könnte trotzdem reichen. Okay, ich darf nicht sagen. Ja. So ist das. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit der Runde. So, ich habe direkt mal einen Ausflug aufs Gras gemacht. Ich bin überhaupt nicht zufrieden, ey. Die zweite Runde muss es sein. Oh, total verkackt. Die erste Kurve. Ich schwitze so heftig. Ja, ich war ganz scheiße. Ich muss gleich ein bisschen vorsichtiger fahren. Oh, Digga, das ist heftig. Naja, ich weiß es nicht. So schlecht war sie letztendlich nicht, aber... Meine ist schlecht. Und wenn ich sage, dass meine schlecht ist, dann ist sie das. Ich bin jetzt echt mal auf die Zeit gespannt. 1,28 oder 1,27? Tatsächlich 1,26. Aber das ist trotzdem keine Konkurrenz. Das muss noch viel besser gehen. James.
Ja, ich meine, mein Nickname ist irgendwie James, keine Ahnung. Aber das bekommt er zu hören, also von daher. Sein das Labrador. Aber das Schlimmste ist, wenn du lachen musst, ey, wenn du die Runde fährst, ey. Hast ja. du direkt gelitten. Ja, ich habe gerade wieder gut angefangen und scheiße aufgehört. Wenn die Runde nichts wirklich ich rein, hol mir neue weiche Reifen. Bis jetzt ist hier rein gar nichts und den Rest der Runde habe ich auch gut gefahren eben. Aber schaffst du 1,26,8? Aber die. Ich schaffe jetzt erstmal gar nichts, nicht mal 1,30. Das ist eine Scheißrunde, die ich da hingelegt habe. Ja, bestimmt. Und mir geht da auch Sprit auch noch aus, ich muss jetzt nach der Runde rein. Ich hole mir noch mal neue Reifen, glaube ich. Ich bin tatsächlich Zweiter mit der Runde, lol. Boah, ich würde es vielleicht sogar noch schaffen, mich zu verbessern, aber nee, wegen des Sprit allein schon. Weil ich so angespannt bin, kriege ich es einfach nicht auf die Reihe. Oh, der erste Sektor war wieder am richtigen Arsch, also ich muss mich richtig konzentrieren gleich. Oh, ich dachte, du bist vor mir oder so, die hätte ich jetzt aber ja, nicht. So krank bin ich nicht. Okay, 1,26,8 ist nicht das, was ich. Also, das ist ein Abstand des Best. Oh, ich muss direkt wieder rausfahren, ey. Direkt. 4 Minuten 50. Ärgerlich. Chillige Musik wieder in der Garage. Okay. Oh, das wird echt heftig. Heftig wird das jetzt. Okay. So. Ja. Okay. Noch einen Schluck trinken. Das mache ich jetzt ausnahmsweise, mache ich eigentlich selten in Aufnahmen, aber ich trinke noch einen Schluck, um mich zu konzentrieren. Vier Minuten. Was bist du für eine Runde gefahren eigentlich? Weiß ich nicht, eine Sekunde langsamer. Okay, habe ich eigentlich. Aber die Comms waren noch eine Sekunde langsamer. Ehrlich jetzt? Was ist das denn? Achso, naja gut, ich kann die Map jetzt natürlich so gut, aber ich weiß es ja nicht, wie gut die Comms waren, aber irgendwie bin ich nicht zufrieden mit der Runde. Ich habe noch komplett neue weiche Reifen geholt, ne? Sehr gut. Und ja, wahrscheinlich werde ich dann auch mit denen in das Finale gehen, also in das Grande Rennen, nachdem er seine Entenbrust da gegessen hat. Und ich werde auch was essen. Ich habe nämlich langsam auch Hunger. Machen wir dann eine schöne Essenspause und dann nochmal schön gestärkt in das wirklich, genau. Wirklich lange Rennen. Also ich glaube, 3 Videos sind es mindestens pro Rennwochenende. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es schneiden werde. Vielleicht Q1 und Q2 in einem Video und Q3 und erste Hälfte des Rennens in das zweite Video und das zweite Hälfte des Rennens einfach in das dritte Video oder so. Also das wäre jetzt so mein... Ein Rennen dauert echt lange, Alter. Deswegen, ja. So ein Rennen, obwohl so 40 Minuten, ne? Das ja. heißt, dann würde das in zwei Parts mit den Q3, ja, dann würden es 50 Minuten sein, wären es 25 Minuten Parts. Das kann man aber eigentlich machen, oder? Das ist halt deutlich, aber das würde bei den Rennen wieder so lange dauern. Das ist echt ätzend, aber sonst müssen wir quasi die ganze Woche Videos hochladen, das ist ja... Okay, darum kümmere ich mich beim Schneiden und nicht jetzt. Mein Sektor 1 war sogar besser als deiner. Das ist ja mal geil, nur die anderen waren alle scheiße, aber naja. Ach nee, gar nicht. Mein Sektor 1. Das ist dein aktueller Sektor, war mein Sektor 1 besser. Fuck! Nein! Aber dein Sektor 2 war besser. Mein Sektor 1 ist wieder am Arsch. Eigentlich ist Sektor 1 mein Paradebeispiel. Disziplin meine ich, oder wie auch immer das heißt, keine Ahnung. Das gibt's nicht. Schon wieder so einen heftigen Rückstand, aber ich kann es trotzdem noch schaffen, mich die Sonne zu verbessern. Ich bremse immer zu früh und jetzt bremse ich hier zu spät. Ist doch auch kackegal, du hast schon deine heftigste Runde. Nein, die Scheiße.
Ich muss ja den Zuschauern was bieten. Ja, gut, okay. Dann kannst du nochmal hinten reinbrettern. Ja, stimmt. Das würde ich echt, hätte ich echt gerne aus seiner Perspektive gesehen. Alter, diese, wir hatten mal so ein Erlebnis. In Kanada war das, glaube ich. Das ist das Coole bei mir. Ich sehe es eigentlich jedes Rennen jetzt aus zwei Perspektiven. Wenn ja, will, das stimmt. Also. Ja, nice. Das ist wirklich. Und du nicht. Du siehst immer nur dich. Dankeschön. So, jetzt Sektor 2 bitte nicht verkacken. Ich glaube, ich gehe jetzt hier viel zu vorsichtig ran, ja. Aber es geht noch. Das ist meine letzte Runde. Das heißt, hier muss alles passen. So, die Zeit ist abgelaufen. Sekunde mal. Gucken wir dir mal zu hier. Ups, wie wechselt man nochmal die Kamera an sich? Ich habe alles vergessen. Ja, R1 oder L2. Ah ja, ich sehe schon. Okay, 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 okay. Komm, komm, push, 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 push. Alter, nochmal 4 Zehntel schneller. 1,26,4. Ja gut. Ah. Das war mir irgendwie wichtig, weil ich liebe diese Runde. Bei mir fliegt eine Mücke vom. Was ist das denn? Wo kommt das denn? Ja, verpiss dich doch. So, ich würde sagen, abbrechen oder so, ne? Ah, nee, ja. Wir müssen einmal weiter. Und dann. Das stimmt, ja. Das heißt, ich glaube, jetzt feiere ich mich und jetzt klappt erstmal. Ich feiere mich auch. Unterbreche jetzt hier ganz kurz die Aufnahme. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt im Video direkt noch weiter machen. Ich werde gucken, wie ich das schneide. Entweder ist jetzt die Folge vorbei oder. Es geht halt direkt weiter. Das werde ich. Weiß ich nicht. Deswegen sage ich vorsichtshalber einfach mal tschüss. Ah, fuck. Digga, was geht da los? Was war das denn? Egal. Hat sich irgendwie so ein Schlagzeug oder so. Ja, genau. War auch ein Schlagzeug, weil hier das Schlagzeug drin steht. Und ich habe gerade so einen Stick geschleudert aus Spaß und dann ist mir dir weggeflogen. Naja. Boah, das werde ich jetzt in Zeitlupe nochmal 5-mal abspielen. Nein, Spaß. Werde ich nicht. Ja, mal so, gucken, ne? Also, wir werden sehen das gleich genau in dieser Perspektive wieder. Oder nächste Folge, je nachdem, ich weiß es nicht. Zum absolut spannenden Rennen, wer da dann gewinnt, das ist noch nicht gesagt. Ich versuche aber schon, alle Prognosen stehen schon. Ja, 25 Punkte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen oder es geht noch weiter, keine Ahnung jedenfalls. Es geht weiter oder auch nicht, ist mir auch egal, wir haben Spaß. Bis gleich, ciao. Okay.